Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Horst Reiter und wir sind in Folge, ich glaube 123 von Avorion. Ja, wir haben einen Sprung gemacht ins nächste System und das wollen wir uns jetzt gleich nach dem Intro mal angucken. Und dann brauchen wir eine Schiffswerft und schauen weiter, dass wir da Generatoren weiter ausbauen können für das eine Schiff. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, wir sind in einen anderen Sektor gesprungen und da hinten sehen wir eine Schiffswerft. Ich weiß gar nicht, ob wir, warte mal, wir können das ja hier ausprobieren, aber ich glaube, wir müssen das bestimmt in der Nähe der Schiffswerft machen, wenn wir nicht sogar gedockt sein müssen. Blöcke. Ne, ich glaube, hier unten waren wir mit. Wir wollen da noch was anbauen, ne? Genau so ist es. Das hier müsste ein Generator sein, Titangenerator, aber ich möchte jetzt auch, machen wir so. Da den Generator will ich jetzt dort hinsetzen, indem ich diesen Generator C-STRG-V mache und dann aber die Größe auf den switche. Ah, ich brauche nur in der Nähe der Werft sein, das reicht dann schon. Okay, das würde bedeuten, ich könnte jetzt dieses noch umwandeln. Das ist ein transformierter Generator. Das sind auch Generatoren. Generator, Generator, Generator und auch der Akku. Ach ja, super. Ich hoffe, das waren vielleicht Generatoren, vielleicht waren es auch keine. Wir transformieren gerade zu Generatoren. Also die da oben, die sahen schon so aus wie Generatoren, die drei. Das hier ist aber definitiv eine Batterie und das auch. Energiecontainer und umwandeln und der da. Jetzt ist die Frage, ob da im Kern Generatoren waren oder nicht. Benötigt ist 2,46, erzeugt ist 7,07. Das ist jetzt die Frage, ne? Ich glaube, wir machen aber noch mehr davon. Machen wir mal da noch einen hin und da noch einen hin. Das waren jetzt zwei Batterien. Also nehmen wir die Generatoren und basteln die da noch zwei hin. Und hoffe, dass das jetzt so geht. So steht jetzt erzeugte Energie, ist gut. So. Jetzt gehen wir hier rein, gehen da rein. Und bauen mal gerade die zwei Sachen rein, die wir drin hatten, die war und die da waren. Ich glaube er hier. Das war, glaube er hier, den wir da drin hatten, ne? Und was war das zweite? Was wir reinbauen sollten, wenn wir das praktizieren wollen, dann wäre es ja ein Handelssystem. Aber das war hier jetzt, glaube ich, nicht so, ne, oder? Der C19-Detektor, war das der, den wir hier drin hatten? Das ist ja auf jeden Fall meiner hier, ne? Schiff meiner 1, genau. Das bedeutet, Bergbausystem ist da. Ich glaube, wir fliegen mal in die Reichweite des Dingens, der Schiffswerft, dann können wir da Sachen ein- und ausbauen und dann bauen wir da mal bessere rein, oder? Also die Bremsen funktionieren natürlich hier am Schiff auch nicht, ne? Vielleicht sollten wir die auch upgraden, wenn die gehen. Aber ich glaube, die kann man gar nicht in der Stufe upgraden, ne? Also das Bergbausystem sagt schon mal, wo was ist. Das sieht schon mal gut aus. Da ist auf jeden Fall was zum Docken. Auf jeden Fall sind wir gedockt. Wir gucken mal gerade rein. Reparaturdock.
Ist nicht kaputt. Was war sonst noch? Schiff bauen ist klar, das machen wir jetzt gerade nicht. Okay, da war da nichts. So, jetzt muss ich aber. Warte mal, war das hier oder war das am Ausrüstungsdock, dass ich das ein- und ausbauen kann? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Wir werden es gleich sehen, ne? Dass wir das Subsystem zerstören. Nein, okay, das ist ja schon mal eine gute Meldung. Das heißt, ich muss einen Ausrüstungsdock haben und nicht eine Schiffswerft. Schiffswerft. Ja, das ist natürlich dann jetzt krass geworden, ne? Weil wir halt für hier die Schiffswerft ist dann für die Generatorbausteine und sowas. Und Ausrüstungsdock brauchst du definitiv zum Anreisen für das andere. Sag schon, für die Sachen rein- und ausbauen, ne? Gut. Dann würde ich jetzt aber definitiv sagen, steigen wir aus der Kiste einmal aus. In die Mine, in die Drohne und machen, lassen den jetzt hier erstmal was machen, ne? Den Miner 1. Der soll mal hier abbauen. 3% Start. Wie, der ist jetzt sofort weggesprungen? Tatsächlich. Okay, dann ist in diesem System wohl nichts gewesen. So, jetzt haben wir hier noch die Lady, die ist schon am Arbeiten. Im Miner 1 ist da am Arbeiten. Und der hier, wo sitzt denn der? Ah, da rechts am Rand. Okay, nichts passiert. Was sollen wir mit dem jetzt machen? Der müsste eigentlich Handel betreiben dann, ne? Kaufen, kaufen, handeln. Aber da müssen wir erst rein, das macht so keinen Sinn. Wir brauchen erstmal, müssen erstmal gucken. Zu Discover wechseln und dann gucken wir, was für ein Handelssystem da drin ist, weil dann wollen wir auch gucken, dass der was machen kann, ne? Und Frachtraum wäre dann ja auch noch von, ne, Freundlichkeit, wenn wir den hätten, glaube. Frachtraum 866,3. Okay, ein bisschen Frachtraum ist hier schon mal drin, ne? Maschinengeschützturm. Sollten wir vielleicht mal gucken, was ist das hier? Beliebige Geschütze, okay. Umbenennen, Klasse festlegen, Symbol setzen. Okay, brauchen wir nicht erstmal. Frachtraum lassen wir mal so. Gucken aber rein, was er hier jetzt hat. Geschützkontrollsystem hat er, das hat er. Und wir sind's. Doch, da ist noch ein Slot. Dann würde ich dem das Handelssystem da erstmal reinbauen, ne? Das war ja schon das Beste, was wir haben, glaub, oder? Können wir auch fest installieren, oder? Machen wir jetzt mal auch. So, der Frachtraum ist leer, Energie. Ja, brauchen wir erstmal nicht, ne? Erzeugt Energie. Das ist alles gut hier. So, jetzt gehen wir raus aus dem Schiff. Und dann befehligen wir das ganze Werk hier mal mit Handeln. Expedition, ja, es ist nur hier handeln. Und er soll mal in diesem Bereich handeln dann. Hier sind so viele, oder? Mach das mal da. Und was kann er handeln? Was wir auf jeden Fall noch machen müssen. Okay, das kann man vergrößern. Hinterhalt 0%, Gesamtzahl Güter 0, Profitflug 0, 0, 0. Okay, können wir schon mal abbrechen. Das lohnt ja nicht. Aber wir müssten auch mal gerade erst schauen, dass wir vielleicht noch die ein oder andere Waffe in das Ding einbauen, ne? War vielleicht nicht so die tolle Idee, sofort da rauszugehen. Ah, nee, B. So, was haben wir denn hier so? Reichweite 9.
Den können wir doch mal einbauen, oder? Aber der geht hier nicht hin, weil falscher Klotz, ne? Das ist Naonit. Das bedeutet, wir müssen erst was aus Naonit hier hinbauen, damit das geht, wahrscheinlich. Ein Generator, kann man den hier bauen? Drin. Ja, weiß ich nicht. Ne, lass mal gerade so. Lass mal, was haben wir hier? Torpedolok. Tiere, Frachtraum, Triebwerk, was ist das? Panzerung, die wollte ich eigentlich da hinsetzen. Fensterlose Hülle. Mach mal klein. Und mach mal. Bisschen vor und ein bisschen breit. So, jetzt gucken wir mal, ob der da hin kann. Kann er. Was haben wir denn sonst noch so? Erstmal der rote hier ist exotisch und Titan. Ja, hier war schon mal was Entfernteres. Der braucht hier. Den nehmen wir auch noch dazu. Qualitätskanone. Dann kommt die Wumme da oben hin. Ah, die geht nicht mehr. Jetzt haben wir nicht genug für bewaffnete Schütztürme installiert. Ach so, das war hier ein bisschen anders dann, okay. Und noch zwei Slots frei, aber ich denke, das ist für diese Gegend erstmal genug ausreichend installiert. Ja, jetzt müssen wir nur gucken. Wir steigen aus, gehen auf die Karte, suchen den Discover aus und der soll handeln. Ach, ich brauche einen Kapitän, der Händler ist. Okay, alles klar, dann wissen wir das auch. Das ist nicht gut. Okay, dann steigen wir da wieder ein und schauen mal, was hier im Sektor ist. Nix. Das bedeutet, wir gucken mal zu, dass wir irgendwo hinkommen, wo wir was hinkriegen. Also wo wir Stationen haben. Koordinaten in den Computer eingeben. So, jetzt sind wir drinne. Jetzt drehen wir uns mal dahin, wo wir hin müssen. So, jetzt lädt er auch auf. Und sprengt. Dann schauen wir uns da gerade mal um, ob wir da einen Kapitän noch finden. Gucken, ob es da einen gibt, der Händlerqualitäten hat. Okay, was sagt er da oben jetzt? Achso, da haben wir schon die ersten, die jetzt hier abholen können, ne? Das müssen wir noch rekonstruieren, okay. Crew anheuern. Kein Kapitän da, da oben steht's, okay. Ich wollte eigentlich nur so machen. Kein Kapitän da. Die Zinkmine.
Das ist ein Bergmann, okay. Ja, wenn wir die doch brauchen, ne? Dann heuern wir die doch an, oder? Ja, ich muss an der Station gedockt sein. Wo ist es? Da ist es, okay. Fliegen wir mal schnell dahin. Aber ich weiß nicht, ob ich in dem Schiff dann den transferieren kann. Das ist eine gute Frage, ne? Ich schätze mal. Passagiere würde gehen, aber ob der Kapitän da Passagier werden kann, das ist die Frage, ne? Was haben wir denn hier überhaupt für einen? Abziehen? Ach, abziehen. Abziehen würde bedeuten, ich kündige ihn nicht, oder? AT-Kapitän spezialisiert sich ab Level 5. Der hat Level 1. Wie kann er denn jetzt hier Erfahrung kriegen? Das ist mal eine gute Frage, ne? Ich weiß es nicht. Wir werden erstmal dahin fliegen und gucken, ob wir den einen kaufen können. Interagieren wir mit dieser Station? Na, der Dockingport liegt auf der anderen Seite. Das ist ja wieder super schwierig, da dran zu kommen dann, ne? Und jetzt geht erst der Traktorstrahl. Bam! Hat gut geklappt, ne? Gedockt. Anheuern. Was sagt er mir denn jetzt hier? Das Schiff ist überfüllt. Okay, dann gucken wir jetzt mal, was mit der Überbevölkerung ist. Das ist ja jetzt kein Problem, da gerade ein Quartier reinzubauen. Ah, da. Gibt's hier auch Quartiere? Da. Ist das mittig? Ich glaube schon, ne? 17 von 17 passt erstmal. Die Moral ist niedrig, ist klar. So, jetzt gucken wir hier rein. Ah, er ist hier unten gelandet. Das ist schon mal gut. Das ist aber nicht verkehrt, weil den kann ich gut gebrauchen. Und einmal ein Stück von der Station weg. Und wir gehen hier hin und gucken, Kohlemine war die erste. Gucken wir mal hier rein. Da gibt es keinen Kapitän. Edelstahlmine, Edelmetallmine, nicht Stahl. Bergarbeiterin, okay. Bescheiden und Navigatorin. Ach so, okay. Lass mal gerade den einen gucken hier. Arrogant erhöhtes Risiko für Hinterhalte. Glückspilz findet Geschütztürme und Subsysteme. Also der war schon richtig gut, den zu kaufen. Ne? Der kostet zwar Gehalt 28.000, aber ich glaube, der hat's in sich. Markiert versteckte Ressourcen. Der hat schon ein paar gute Dinger dabei, ne? Gut. Der hier hat noch nichts, ne? Hatte ich hier geguckt? Ja, da war die Dame, die da, ne?
Oh, kein Kapitän. Und jetzt nochmal Edelmetallmine. Kein Kapitän. Die Bergarbeiterin, tja. Vielleicht sollten wir die auch noch einladen. War die hier? Ich glaube, die war hier, ne? Ja. Die kostet 108. Die findet ihr Ziel deutlich schneller als andere. Wo müssen wir hin? Da, okay, ganz weit weg. Jetzt brauchen wir noch einen Kapitän, der handeln kann, ne? Damit wir den Handel betreiben können, den der Thomas Steele vorgeschlagen hatte, ne? Das ist natürlich eine Ecke weit weg hier. Gut, aber nichtsdestotrotz, ich fliege dahin, mach das Ganze und während ich das mache, könnt ihr eine Pause machen oder wir machen eine Pause insgesamt und in der nächsten Folge sind wir dann da, haben die dann eingekauft und gucken, wo wir einen ordentlichen Händler finden. Ne? Alles klar, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.